So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wieder aus der Werkstatt, diesmal mit dem Kameramann Johnny. Servus Johnny. The real Johnny. Der eine wird ihn kennen, ist eigentlich scheißegal. Ja, letztes Video haben wir ja über den Turbo-Umbau geredet. Der eine hat es wahrscheinlich noch nicht gesehen, aber es ist relativ gut angekommen. Aber um das soll es eigentlich heute nicht gehen, denn heute ist soweit. Heute geht's auf den Prüfstand mit der 700er. Jo, ich bin ein bisschen nervös, weil ich bin gespannt, was am Ende rauskommt. Der eine oder andere kann sich noch erinnern, im letzten Video oder im letzten Dino-Run, im nächsten Prüfstand-Video. Bin jetzt hier nicht relativ gut abgeschlossen, aber da will ich noch was dazu sagen später. Ich hätte jetzt gesagt, Johnny, wir laden das Ding jetzt einfach ein. Vielleicht fällt es einfach runter. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Mach voll kein ganz neu, hey. Das ist jetzt halt, Das ist für so 35k Bike, das ist eigentlich völlig in Ordnung, oder? Okay, perfekt. Das ist ein Aufwand. Geht es so? Also Leute, wir sind jetzt wieder im Bus unterwegs zu FP Engineering. Da waren wir ja beim BRC. Dino ran schon. Dino! Dino! Und ja, eigentlich war ja der Plan, ich hab's ja schon mal in der Instagram-Story gesagt, eigentlich war ja der Plan, dass ich die BRC mitnehme, weil ich schon vor 5 Monaten mit den 1744 Fuzzi, muss ich sagen, weil ich bin ein bisschen genervt mit den Typen, habe ich schon vor 5 Monaten einen Grümmer, haben wir ausgemacht, dass er mir einen neuen Grümmer schweißt, weil er damals in der BRC-Zeit, kurz nach mir, auch für eine BRC, die Honda glaube ich war es, auch einen Grümmer geschweißt hat und der halt viel größer war. Und da habe ich mit ihm diskutiert und habe gesagt, hey, ich will auch so einen Grümmer, ich will dann, wenn die 700 so weit ist, will ich die beide auf dem Dino hin machen. Und ja, naja, und er hat es auf jeden Fall in 5 Monaten nicht zusammengebracht, ihn fertig zu machen. Und jetzt sind wir halt leider nur mit der 700er dabei. Ich hätte gerne die BEC trotzdem wieder auf den Prüfstand gemacht und geschaut, was sie jetzt vielleicht mehr Leistung hat oder ob es wirklich der Grümmer dann war. Ja, vielleicht in naher Zukunft mit meinem neuen Partner. EBR Racing, ja, schauen wir mal, was kommt, vielleicht dann beim Turbo-Umbau. Aber jetzt machen wir auf jeden Fall die 700er. Wir sehen uns auf jeden Fall jetzt dann wieder beim Meter und dann schauen wir mal, was wird. Du Pisse. Dumme Pisse. Setz es von der Steuer ab. Setz es einfach ab. Ja, ist geil, oder? Also ich hoffe, Steht sie noch? Ja, ich hoffe, es sind ungefähr 100 Kratzer drin. Raus damit! Ich muss erst einmal umlassen, wenn es warm ist. Geiler Typ. Ja, tank mich rein, mach voll die Scheiße. Das ist gut. Also, schauen wir mal ab, da ist der Peter. Und dann So, also jetzt nehmen wir sie mal um. Starten wir mal das Ding. Besten am Bus. Es geht bergab. Jetzt müssen wir wieder jetzt irgendwas veranstalten da zum Anlassen? Nein, nicht, das müssen wir mal gehen. Ja. Yeah. Es dauert jetzt ein bisschen. Ja. Yeah. Ja. Wow. Lass sie um. Zerstör mich. Zerstör deinen Fuß. Schneid es rein.
die Zündung. Oh, jetzt hat es gleich. Jetzt gleich, ja. Ist jetzt warm? Ja, jetzt ist es warm, jetzt sollte es echt dann relativ leicht gehen. Also ich bin tatsächlich ein bisschen nervös jetzt. Ich bin gespannt, was rauskommt, rein vom Gefühl. Also ich soll ein 84 PS haben, der Motor. Aber muss tatsächlich sagen, vom Gefühl her sicherlich nicht haben. Ich schätze jetzt also, ja vielleicht sogar hoffe, 60 PS. Ich glaube, dass wirklich am Vergaser nur ein bisschen Einstellungen sind. Deswegen habe ich eben einen anderen Vergaser mitgenommen, dass man einfach ein bisschen testen kann und dann mal schauen, an was dann vielleicht gelegen hat. Aber ja, jetzt hätte ich gesagt, fahren wir mal rein und dann schauen wir mal, was wird. Was wollte ich jetzt schon machen? Hallo, alles klar? Hallo? Die alte KTM, genau. MTH ist das, die haben das gekauft, ja. Der Mega Rupik. Ja. Keine Ahnung. Ja. Ja, ist nur hinten der Vergaser offen. Luft ist nicht vorhanden. Ja, schon ein bisschen so nicht vorhanden, das langt doch. Jetzt zum Testen ist sowieso was. Das kann natürlich schon auch viel ausmachen, dass meinst das Zeit geht. Na klar. Wenn das zu viel gekriegt oder was? Nee, was heißt, dir fällt halt einfach die Länge. Weil das pulsiert ja auch immer, dein Gas. Es geht immer hin und her. Ja. Und wenn das einfach nicht passt, da kannst du. Deswegen gibt es ja einfach die Autos, die Schaltsaugrohre zum Beispiel. Okay. Kurz ist eigentlich normal für hohe Drehzahlen vom Viertakt jetzt, ja. Und lang für niedrige Drehzahlen. Mhm. Ja, das, ja, ich bin da mit dem Platz, bin ich halt nicht zurecht. Ja, ist klar. Komplett. Gasschieberstellung. Ja. Und da kannst du praktisch sehen, zum Beispiel Vollgas, wenn ich fahre, dann ist das eigentlich nur Hauptdüse. Ja. Das ist jetzt die blaue. Jetzt mache ich da mal die anderen weg. Das ist jetzt eine Vollgasmessung. Und da siehst jetzt du unten, wenn ich hier klicke, praktisch die Kurven deine Mischung. Ja. Genau, ja. Dein Abgas. Das ist praktisch ein Kraftstoff-Luftverhältnis. Ja. 13,1 Kilogramm Luft zu 1 Kilogramm Kraftstoff. Ja, genau. Das ist jetzt eigentlich ganz okay. Hinten hast du bei hoher Drehzahl bist du ein wenig zu fett. Das heißt, plus 11 Kilogramm Luft auf 1 Kilogramm Kraftstoff. Aber das Problem ist, wenn du jetzt deinen Vergaser verstellst, da es ein Vergaser ist, darfst du die ganze Linie nach unten und oben schieben. Ja. Das heißt, vorne wärst du zu mager, ja. Wenn es hinten passt. Ja. Also ich denke, du bist jetzt schon nicht verkehrt. Wir gehen ja von Vollgas dann also. Das ist jetzt Vollgas, das ist jetzt vielleicht schon korrigiert ja. Mit
der Rücklaufleistung, aber das kann ich jetzt nicht ganz genau sagen, weil die Kupplung eben nicht so schnell trennt. Weil jetzt praktisch da 68,3. Ja. Okay. Also eigentlich Motorleistung an der Kupplung. Ja. Aber das, was der angibt, das ist, glaube ich, das ist Motorleistung, der Ferro 80 DS. Ist immer so. Also ja, eigentlich so das, was du in deinem Fahrzeugschein drin hast, ja, das ist eigentlich immer Leistung an der Kurbelwelle. Ja. Das ist aber vom Einprüfstand, da habe ich so einen Übersetzungsfaktor drin, ja, dass das auch die Kurbelwellenleistung wäre. Also okay, die 68 PS wären eigentlich die Kurbelwellenleistung. Okay. Ja, 68 ist eigentlich okay. Jetzt also fürs Erste hätte ich schon fast gesagt. Das entscheiden die YouTube-Kommentare. Ja, genau. Dann. Also im Endeffekt, das Problem ist natürlich schon mit dem Luftfilter auch. Ja. Das würde natürlich auch noch... Wenn ich preise das echt, ich habe das ja, nicht bewusst. Ich kann dir das dann einmal ein Diagramm zeigen von 450er, ja, wo wir nur mit den Längen gearbeitet haben. Also es ist... Ja. Ja. Drehmoment waren jetzt 75 Newtonmeter. Ist das viel? Ich glaube, das... Ja, das ist jetzt schon nicht schlecht. Ja. Also so ein 450er Motor hat so um die 50 Newtonmeter. Mhm. Viertakter. Ja. Ja. Ja gut, aber normal sollte da schon mehr drin im Moment dann sein, oder? Wie ist das? Naja. Also 700er, ich weiß es nicht. Ja. Schwierig, ja. Sicherlich, wenn alles richtig zusammenpasst, Auspuff ja, und so weiter, dann ja, kommst du wahrscheinlich auf 90 Newtonmeter. Ja. Ja gut, dann wenn wir eigentlich am Vergaser jetzt nichts machen, ich würde dann trotzdem einfach einmal einen Originalvergaser machen, oder? Freilich, jetzt schon gesagt. Du hättest jetzt einen Original mit dabei. Ich hätte mit dabei, er hat den so eingestellt. Er hat alles drin. Hat das auch der Italiener schon gemacht? Zu dem Motor habe ich auch den Vergaser gekriegt. Wow. Richtig eingestellt, also ja, mit den Bedüsung, wo sie ja drin hat. Ja. Und ich habe halt den zusammen, ich habe mit Smack gehabt und weil es aber einfacher ist in der Regel zum Einstellen. Aber nichtsdestotrotz ist, denke vielleicht ich, schon interessant. Der Vergaser. Ja, das ist ein 38er Aufboard. Achso. Und das ist ein 40er laut Smack gehabt. Okay. Um einfach den Vergleich zu haben. Ja gut, ich baue mir den mal um, hätte jetzt gesagt, den Vergaser und dann bauen wir es mal auf. Genau. Und schauen, was da so kommt. So, also kurz zusammenfassend, ich hoffe, man hat es verstanden, weil es ist immer ein bisschen so Dialekt, wenn ich dann beim Bäder bin, rede ich immer gerne im Dialekt, lass mich da nicht rausbringen, aber deswegen fasse ich es einfach mal kurz zusammen. Motor, ja fast ein bisschen unter 69 PS. Muss ich jetzt sagen, so aufs erste 69 PS, für das, dass 84 angegeben werden und das eigentlich, sage ich mal, in einen Beiwagen drin ist, bin jetzt fürs erste, eigentlich muss ich schon so ein bisschen zufrieden. Aber was ein bisschen das Problem ist, dass quasi, ich habe mal gesagt, die Differenz zwischen Hinterrad und Motor kann man jetzt schlecht messen bei mir, weil ich da ein bisschen das Problem habe, dass einer oder andere weiß, dass der Motor Bartenzug eigentlich ist und da praktisch so ein Zylinder drin ist, so hydraulischer Zylinder, wo eigentlich dann die Bartenzug dran wäre. Und ich habe ein bisschen das Problem, dass je nachdem wie ich den einstelle, dass ich entweder nicht losfahren kann oder die Kupplung nicht richtig trennt. Und das ist eben hier das Problem, dass ja, er das, die Differenz nicht richtig messen kann. Was noch ist, ja gesagt mit dem Luftfilter, dass ich keinen dran habe, das macht natürlich auch viel aus und das kann ich jetzt so aufs Erste, sage ich mal, nicht ändern. Also wir werden jetzt quasi einen anderen Vergaser einfach mal draufschrauben, von Smart Cup die Einstellung sagt, der passt. Nicht zu mager, nicht zu fett, in jedem Bereich eigentlich. Und deswegen brauchen wir jetzt eigentlich da nichts einstellen. Deswegen hätte ich gesagt, dass wir jetzt einfach einen anderen Vergaser ran schrauben. Den habe ich dabei, der müsste nochmal komplett eingestellt sein. Den habe ich so gekriegt vom Motorhersteller. Ich denke, das werden wir jetzt in dem nächsten Video machen, weil sonst ist wirklich zu viel. Wir haben jetzt schon, glaube ich, schon einiges an Zeit. Und ich hätte einfach gesagt, nächstes Video sehen wir uns dann, wenn der andere Vergaser drauf ist oder wenn wir draufschrauben und dann nochmal einen Prüfstand machen und dann einfach mal ein komplettes Fazit machen. Ja, in diesem Sinne Leute, ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Ihr könnt gerne in die Kommentare was dazu schreiben, eure Meinung, wie auch immer. In diesem Sinne Leute, ich wünsche euch was. Euer Sipp vom Eisel. Ciao.